Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Stereotrader Helpdesk. Und wir machen das wieder gemeinsam mit Timo Kosiol. Ich freue mich, dass er heute wieder die Zeit für uns gefunden hat. Und natürlich freue ich mich, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wir schalten direkt mal kurz zu den Risikohinweisen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn es heute weniger um Trades bzw. Live-Tradings geht. Ja, wie immer ist dieses Webinar oder diese Webinarreihe für Sie gedacht. Das bedeutet, dass Sie rechts im Chat, in der Chat-Funktion, die Möglichkeit haben, hier live Ihre Frage zum Stereo Trader zu stellen. Und Timo wird wie immer versuchen, das Ganze kompetent zu beantworten, wie er es immer macht. Und ja, dann übergebe ich auch direkt den Bildschirm. Die erste Frage haben wir auch schon im Chat. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund und wünsche viel Erfolg und viel Spaß. So, wenn das geklappt hat, sieht man jetzt das Intro, beziehungsweise jetzt sieht man auch mich. Also, wie der Nelson schon gesagt hat, ich werde versuchen, die Fragen kompetent nicht zu beantworten. Nicht ich beantworte sie kompetent, sondern ich werde es versuchen, zumindest. Genau, Nelson hat schon alles gesagt. Schreibt eure Fragen hier in den Chat rein und wir haben schon eine Frage bekommen und von daher gehen wir auch direkt in den Chat rein, wenn man ihn denn sehen würde. So, hier hat sich anscheinend irgendwas verstellt. Ich stelle das mal kurz wieder richtig ein. So, kurz Moment. Ich muss hier mal die Bildschirmübertragung anhalten. Irgendwas hat sich, ich bin ja vor kurzem auch umgezogen und da hat sich wohl bei meiner Technik hier irgendwas verstellt. Da muss ich mal kurz gucken, was da los ist. So. So, jetzt müsste man den Chart sehen. Schreibt mal bitte kurz rein, ob ihr jetzt auch den Chart seht und nicht nur irgendwie ein verschwommenes Alles gut. Hintergrundbild. Okay, super. Klasse. Gut, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Und zwar, hallo Timo, ich habe eine Frage. Seit 2 bis 3 Monaten funktioniert mein VPOC-Add-on nicht mehr richtig. Habe immer das Problem beim US500, wird kein VWAP und kein OWP mehr angezeigt. Also, US500. Dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Machen wir mal einen neuen Chart auf. Und als erstes, ich muss immer als erstes die Farben umstellen, weil ich kann mit so einem grauen Hintergrund und schwarz-weißen Kerzen nicht arbeiten. Das ist irgendwie, das passt bei mir nicht so richtig in den Kopf rein. Ich brauche immer rote und grüne Kerzen. So, VPOC, dann ziehen wir uns das mal auf den Chart. So, da ist es. Gehen wir jetzt mal in den M5. Und wie man sieht, sieht man in der Tat, wir warten mal, bis der hier fertig gerechnet hat. Aber ich sehe jetzt in der Tat auch kein VWAP. Interessant. Okay, das Problem war mir so jetzt nicht bekannt, aber ich kann es jetzt hier auf jeden Fall nachvollziehen und auch sehen. Okay, wir nehmen uns jetzt nochmal den US30 zur Hand und gucken mal, wie es da aussieht. Ziehen wir auch mal VPOC auf den Chart. Ja, da sieht man schon, hat man schon im Hintergrund gesehen, da wurde es auf jeden Fall gezeichnet. Ja, also wir haben hier, wo ist denn mein Zeichentool? Hier ist mein Zeichentool. Also wir haben hier den VWAP, hier den OWP, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, ich kann es sehen. In der Tat,
beim S&P, also US 500, wird es nicht gezeichnet. Okay, schreibe ich mir auf, gucke ich nach, was da los sein könnte, ist auf jeden Fall notiert. Ja, das war bis jetzt auch quasi die einzige Frage. Also, wenn ihr Fragen habt, gerne noch hier in den Chat schreiben. Ich weiß nicht, Nelson, hast du per E-Mail noch irgendwelche Sachen bekommen? Weil ich hatte Nein, jetzt im Vorfeld nicht. diesmal nicht. Also da gibt es von unserer Seite im Moment nichts offen, beziehungsweise keine E-Mail. Hast du Ja. irgendwas aus der SteelTrader-Schmiede mitgebracht? Nee, also Dirk ist ja auch gerade umgezogen, das heißt, da ist gerade auch nicht so viel passiert in der Richtung. Ne? Von daher gibt es auch gar nicht jetzt irgendwelche großen News zu verkünden oder ähnliches. Von daher ist es da von unserer Seite aus auch eher ruhig gewesen in den letzten paar Tagen, in den letzten 2, 3 Wochen. Von daher gibt es da auch nichts Neues zu verkünden. Moin, ich habe das Problem mit der neuesten Version, also ist gerade noch eine Frage reingekommen, neuesten Version 2840, sobald ein Trade gestartet wurde, ich für circa 20 Sekunden nichts ändern kann am SL-ETC, ist wie eingefroren. MetaTrader 5, Windows 11 Home. Okay, dann machen wir doch hier mal einen Trade auf. Also, kann ich jetzt so hier auf jeden Fall nicht nachvollziehen, weil ich kann sofort den SL verschieben. Take Profit auch. Ist jetzt hier natürlich ein Demo-Konto. Ne? Kann sein, also ich will nicht ausschließen, dass das jetzt auf dem Live-Konto gegebenenfalls anders ist, aber ich habe es so auch auf meinem Live-Konto noch nicht gesehen gehabt. Von daher ist mir jetzt auch nicht bekannt, die Problematik. Das Einzige, was jetzt hier, also ich habe kein Windows 11 Home. Also ich habe bei mir lokal am Rechner zu Hause habe ich Windows 11 Pro und auf meinem VPS entsprechend Windows Server. Aber so auf Anhieb kann ich den Fehler jetzt nicht nachvollziehen und wie gesagt, ist mir auch nicht bekannt. So, er schreibt nochmal, habe ich auch von mehreren Leuten gehört, dass sie ein ähnliches Problem haben. Also bin ich nicht allein mit dem Problem. So, ein anderer Nutzer schreibt noch, ist mir auch bekannt, aber nur im Live-Konto und im DAX. Okay, ich kann den DAX hier nochmal aufmachen. Ich weiß nicht, hast du da irgendwas im Support gehört, Nelson, von dem Problem? Wie gesagt, ich habe davon noch nichts gehört. Vereinzelt kam das vor. Das war aber zumindest bei uns, was bei uns reingekommen ist, kein Massenproblem. Aber ja, davon habe ich auch gehört. Okay. Oder unser Support-Team. Ja, okay. Ich mache jetzt hier mal den DAX auf. Nee, also zumindest ist jetzt hier im Demo kann ich es jetzt nicht nachvollziehen. Ich schreibe mir das aber auch mal auf und werde das entsprechend mit dem Dirk mal bequatschen. So, ich schreibe das mal kurz auf. Also. DAX Live-Konto Trade hat. Okay. So, was haben wir noch? Generelle Frage. Fragt noch ein anderer Teilnehmer. Welches ist das System, womit der MetaTrader und StereoTrader ohne Probleme und Aussetzer läuft. Ich selber habe einen Mac mit M1 und MetaTrader und StereoTrader laufen über Parallels und Windows. Und hier habe ich ständig Hänger, wenn nicht am MetaTrader 5 gearbeitet wird. Ja, also generell ist, wenn man halt einen Mac mit Parallels benutzt, ist er quasi nur Windows, so ein virtuelles System, was darauf läuft, hat also nicht direkten Zugriff jetzt auf die Hardware, sondern nur über diese Host-Oberfläche, die von Parallels zur Verfügung gestellt wird. Von daher gibt es da auf jeden Fall Performance-Einbußen, was jetzt so die Kommunikation zwischen Hardware und Windows und letztendlich auch MetaTrader ja, angeht. Ich habe
vor kurzem ein Webinar gehalten über VPS, beziehungsweise ne, wie, was ist, worauf sollte man achten, wenn man jetzt ein VPS nimmt, ne, wie viel Speicher, wie viel Hardware, CPU und so weiter und so fort. Könnt ihr mal gerne auf meinem Kanal schauen. Da habe ich so ganz viele technische Aspekte angeführt, wo man darauf achten muss, damit wirklich der MetaTrader, StereoTrader und das ganze Trading-System auch wirklich stabil läuft. Weil da gibt es so ein paar Stolperfallen, die man im ersten Moment nicht so ja, im Kopf hat, auf dem Schirm hat, die man aber, wenn man die weiß, dann kann man dagegen steuern. Ne? Also um es mal kurz anzureißen, dass man, um einfach die Last zu verteilen vom MetaTrader, dass man mehrere Instanzen macht und nicht irgendwie Instanzen pro Symbol, sondern pro Zeiteinheit und so weiter. Wie gesagt, das habe ich alles ausführlich in einem Webinar mal behandelt und erklärt. Schaut euch das mal an, da könnt ihr auf jeden Fall so ein bisschen rausziehen und dann wisst ihr auch so ungefähr, okay, ne, wie kann ich das optimal konfigurieren, damit es da auch ja, nicht zu solchen Problemen kommt. Gut, so, was haben wir noch? Wir haben hier noch. So, Anschlussfrage, okay, schaue ich mir an. Also VPS ist die Empfehlung. Also es ist natürlich immer schwierig mit Empfehlungen, ne? Aber es macht aus meiner Sicht Sinn, ein VPS zu nutzen, weil man dann einfach ein System hat, was wirklich 24/7 laufen kann, was nur fürs Trading ist, wo jetzt nicht noch andere Sachen laufen, wo man irgendwie E-Mails beantwortet und schreibt und was weiß ich. Ne? Das sind dann natürlich alles so Sachen, die am Ende ja so ein bisschen da reinfunken können. Also ich will jetzt hier keine Empfehlung abgeben, aber man sollte sich die Frage stellen, ob das Sinn macht, dass man einen separaten Rechner, also einen VPS, der irgendwo im Rechenzentrum steht, ne, nur fürs Trading nutzt und sich dann per Remote da einloggt. So. Eben hatte ich noch irgendeine Frage gesehen. Frage zur Handelshistorie, Pfeile. Wie kann ich mir das separat pro Chart anzeigen lassen, wenn ich mehrere Charts im selben Indiz habe? So, mit Pfeilen meinst du wahrscheinlich, dass wenn ich jetzt hier Trades ne, einschalte, dann sieht man halt hier eine 0,05, ein Punkt. Und wenn ich jetzt einen zweiten Chart, man nochmal den DAX aufmache, dann hat man in der Regel ne, hier auch die Historie von dem Chart. So, wie kann ich das beheben? Ganz einfach, man muss Strategien anlegen. Ne? Also man hat ja die Möglichkeit, hier im StereoTrader Strategien festzulegen. Das ist hier zum Beispiel ne, unbenannt. Also generell immer, wenn man keine Strategie festlegt, keine festlegt, dann läuft der StereoTrader immer in der Strategie unbenannt. Ne. Man kann jetzt hingehen und man kann selbst eine neue Strategie anlegen, indem man hier auf neue Strategie klickt, einen Strategienamen vergibt, zum Beispiel neue DAX-Strategie. So. Hinzufügen, dann wird entsprechend die Strategie geladen. So, und dann sieht man, wenn ich jetzt hier auch die Trades einschalte, der Trade ist nicht mehr vorhanden, weil das ist jetzt eine separate Strategie und entsprechend sieht man dort nicht mehr, was ich für Trades in der anderen Strategie gemacht habe. So, und wenn ich jetzt hier erstmal wieder einklappe und sage jetzt hier, ich möchte wieder meine Strategie unbenannt laden, dann sieht man, zack, jetzt ist hier mein Trade, den ich eben gemacht habe, jetzt ist er wieder da. Ach so, okay. Er schreibt jetzt gerade nein, er meint was ganz anderes. Aber schön, dann habe ich das auch mal erklärt. Er meint, ich meine rechte Maustaste, Handelshistorie, Pfeile. Rechte Maustaste, Handelshistorie. Ach so, du meinst das hier, die Handelshistorie vom MetaTrader. Meinst du das, Heinz? Das kann man ja auch, also ich schalte das mal kurz aus. Man sieht ja hier, wenn man die Handelshistorie vom MetaTrader einschaltet,
Dann sieht man ja hier auch so einen blauen und so einen roten Pfeil, so klein. Da sieht man auch Position aufgemacht, Position zugemacht. Genau, okay. Das ist gemeint. Das kann man nicht separat schalten, weil das sind ja Anzeigeeinstellungen vom MetaTrader und der MetaTrader, der kennt quasi so eine Separation nicht, der kennt keine Unterteilung in verschiedene Strategien, der kennt nur das Konto und der kennt das Symbol und er zeigt das immer pro Symbol und pro Konto, sieht er halt, okay, jetzt hier im DAX wurden Trades gemacht und die zeige ich jetzt hier im Chart entsprechend immer an. Man kann das nicht separieren, wie beim Stereo-Trader, ne, und in mehrere Strategien einteilen. Das ist ja ein Benefit, ein ja, Pro-Argument für den Stereo-Trader, dass man genau das machen kann, dass man Charts in verschiedene Strategien unterteilen kann. Das geht halt mit dem reinen nackten MetaTrader nicht. So. So, was haben wir noch? So, moin, schreibt noch jemand, habe Probleme, den StereoTrader in VPS zu installieren. Der Smiley ist da, das Bedienpanel erscheint nicht. Ist der Server zu schwach oder mein Rechner? MetaTrader 4 oder 5? Erstmal die erste Frage und zum zweiten, was wir da auf jeden Fall brauchen, um zu gucken, was da gegebenenfalls los sein könnten, ist die Logdatei aus dem Expertenlog. Was ist der Expertenlog, beziehungsweise wie kommt man an die Logdatei? Und zwar, wenn ihr hier im MetaTrader unter Ansicht geht, da gibt es hier ein Punkt, der heißt Terminal. Ich glaube, im MetaTrader 4 heißt der Toolbox. Bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Doch ich glaube, der heißt, ja. Also im MT5 heißt das Terminal. Ich glaube, im MT4 heißt das Toolbox. Da klickt man drauf, dann geht hier unten so ein Fenster auf und dann gibt es hier unten hier so mehrere Reiter. Ja, und dann gibt es unter anderem den Reiter Experten. So, und hier steht in der Regel immer relativ viel nützliches Zeugs drin und vor allem auch Zeugs drin, wenn jetzt der Stereo-Trader oder wenn irgendwelche Add-ons nicht laden, da stehen hier Sachen drin. Also am besten davon ein Screenshot schicken oder man kann auch die Logdatei exportieren, indem man mit oder ja, die Logdatei an eine E-Mail anhängen, indem man mit der rechten Maustaste draufklickt und dann gibt es hier die Option Öffnen. Und dann kommt man direkt zu der Logdatei. Das ist hier vom heute, ist immer Datum entsprechend benannt. Also ne, 15.05.2023 ist die Logdatei von heute und die dann an eine E-Mail hängen und dann können wir reingucken, okay, was könnte denn das Problem sein? Genau, aber so kann ich jetzt leider nicht sagen, was da irgendwie das Problem sein könnte, warum der Stereo-Trader da jetzt nicht lädt. Also wie gesagt, am besten Screenshot oder die ganze Logdatei an den Support schicken. Gut. So, habe ich irgendwas übersehen, Nelson, oder? Nein, nur eine Ergänzung zu VPS. Grundsätzlich ist es so, dass manche Anbieter oder bei manchen Anbietern man als User nicht von Anfang an alle Rechte besitzt und dementsprechend auch Programme nicht voll funktionsfähig sind. Da sollte man auch überprüfen, ob der User, den man benutzt, auch tatsächlich alle Rechte besitzt. Sonst ist soweit alles beantwortet, beziehungsweise auch von dir notiert. Wie immer Genau. warten wir noch ein paar Minuten und ja, also nutzen Sie gerne die Möglichkeit. Wir werden das aber nicht künstlich in die Länge ziehen. Genau, so sieht's aus.
Hast du heute gehandelt, Timo, um das mal zu überbrücken, kurz die Zeit? Nee, ich habe heute nicht gehandelt, weil, wie gesagt, ne, ich bin ja auch vor kurzem umgezogen. Man denkt ja, so ein Umzug, ach komm, ein paar Tage einpacken, ein paar Tage auspacken, bist du fertig. Ja, nix da. Dann musst du das noch machen, dann fehlt dir das, dann fährst du im Baumarkt, dann kommst du ja zurück, denkst, ah, passt nicht, fährst du nochmal im Baumarkt. Dann merkst du, ich brauche eigentlich nur einen Schrank, also fährst du nochmal zu Ikea, kommst du zurück, meinst du, jetzt habe ich einen Schrank, jetzt brauche ich aber auch noch Schubladen dafür. Also fährst du wieder hin und so summiert sich das alles auf und dann fällt dir auf, naja, Moment mal, jetzt kannst du eigentlich nicht mehr das benutzen, was du vorher hattest, also kaufst du dir einen Stuhl. Dann kaufst du dir einen Stuhl und denkst so, ja, jetzt passt das Sofa aber nicht mehr, also fährst du los und kaufst dir ein Sofa. Also das ist echt eine Kette, die sich da aufbaut, die hat man gar nicht so auf dem Schirm und man denkt so, wird das irgendwann mal fertig? Also ich weiß nicht, Nelson, bist du in den letzten Jahren mal umgezogen, kannst du da mitreden? Also, ich bin selber umgezogen und habe Umzüge mitgemacht. Ich glaube, ich liege weit über 20. Boah, was? Wie? 20? Ja, Krass. weil ich halt immer einen Transporter hatte. Ja. Und da war ich natürlich immer derjenige, der immer gefragt wurde. Okay. Und musste die Umzüge natürlich auch mitmachen, weil keiner sonst den Wagen fahren konnte. Also, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Umzüge und ja, ich Ja. weiß, ich kenne diese Problematik. Alles ganz normal. Ja, Mensch, hätte ich das gewusst, weißt du, dann hätte ich quasi vor meinem Umzug dich Nein, gefragt. nein, die Umzugsunternehmen habe ich schon längst geschlossen, aber gibt es nicht mehr. Okay. So, aber da ist noch Ja. eine Frage reingekommen. Ja. Damit wir So, Frage. Mit aufklären. welchem Metatrader läuft denn der SEO-Trader am besten? Ihr hattet ja mal erwähnt, dass es vom Entwickler immer mal Änderungen gibt, die letztendlich korrigiert müsst. Wäre da MT4 am besten? Also sowohl Dirk als auch ich, wir nutzten beide den MT5, sowohl die Entwicklung vom StairTrader als auch die Entwicklung von den Add-ons erfolgt auf dem MT5. Und ich würde auch immer wieder den MT5 nutzen, ganz einfach, weil der MetaTrader 4 doch eine sehr alte Software ist, die nicht mehr weiterentwickelt wird. Die ist, glaube ich, von 2012 oder so, hat seitdem ein paar Sicherheitsupdates irgendwie bekommen, aber nicht wirklich hat sich da was weiterentwickelt. Und vor allem, was das ganze Speichermanagement angeht, ist der MT5 doch deutlich besser als der MT4. Also, ich habe vor ein paar Jahren gewechselt auf dem MT5, hatte vorher auch den MT4 und ich würde nicht mehr zurückgehen, sagen wir mal so. Das ist dann im Prinzip, ja, meine Empfehlung, wenn ich so sagen will, ne? Also lieber MT5 als MT4. So, er schreibt noch, da wäre doch eigentlich der Vorteil MT4, bleibt alles unverändert. Nee. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Ne? Also man entwickelt quasi die Software weiter auf eine Plattform. Ich versuche gerade einen Vergleich zu finden. Also man stellt sich vor, man hat jetzt ein Betriebssystem, Windows 11. Ne? Man entwickelt mit Windows 11 oder seine Software auf Windows 11 ne? Und alle Weiterentwicklungen auf Windows 11. So, und irgendwann muss man es rückwärts kompatibel machen, sagt, okay, es muss aber auch Windows 10 laufen, muss auch Windows 7 laufen. Also versucht man im Nachhinein quasi das kompatibel zu machen mit den entsprechenden älteren Versionen. So, aber die neuesten Sachen, ne, sind immer dann auf Windows 11 oder in dem Fall dann ne, MT5 und vor allem auch, weil der MetaTrader 5 dann doch ein paar Sachen mehr kann als der MetaTrader 4, werden bestimmte Sachen, die man neu entwickelt, können dann nur auf dem MetaTrader 5 umgesetzt werden. Also es gibt nicht viele Sachen, die jetzt im SailTrader drin sind, die jetzt nur im MT5 laufen. Also eine Sache ist zum Beispiel dieses Chart-in-Chart-Ding, also wenn man jetzt hier C1 zum Beispiel, kriegt man noch so ein Chart-in-Chart-Anzeige. Ne? Das gibt es halt zum Beispiel nur beim MT5, weil das beim MT4 gar nicht darstellbar ist, beziehungsweise das gibt der MT4 gar nicht her. Aber generell
Also allein schon dieser Aspekt, was das Speichermanagement angeht, das habe ich in dem eben erwähnten Webinar auch kurz aufgegriffen. Das Speichermanagement ist quasi schon das Kriterium, warum ich jetzt den MT5 nutze. Ja, genau. So, dann kommt noch eine Frage zur Toolbox, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe es ja gerade irgendwo gesehen. Da ist sie. Hallo Timo, ich habe die. Ich. Hallo Timo, die Toolbox habe ich geschickt. Aber die neue Version läuft immer noch nicht. Was mir aufgefallen ist, dass bei der neuen Version der POC woanders ist wie beim vorherigen Version. Also stimmen die Daten nicht, oder? Also, du hast einen Expertenlog geschickt, wenn ich das richtig verstanden habe. Wann jetzt eben oder hast du das an den Support irgendwann schon mal geschickt? Weil ich weiß jetzt nicht genau, wann das zeitlich war. Aber generell, um deine Frage zu beantworten, was mir aufgefallen ist, ist, dass bei den neuen Versionen der POC woanders ist wie bei der vorherigen Version. Also da ist jetzt meine erste Frage erstmal, dann hast du zwei Versionen. Du hast die alte Version noch irgendwo laufen und du hast die neue Version irgendwo laufen und da hast du festgestellt, dass bei beiden Versionen oder dass die voneinander abweichen, die VPOC-Daten. Habe ich das jetzt soweit richtig verstanden, Radek? Okay, alles klar. Er schreibt ja. Genau, dann stimmt da auf jeden Fall was nicht. Da hast du vollkommen recht. Also die Daten müssen identisch sein. Also eine alte Version, wenn du irgendwo laufen hast, und neue Version, wenn man die nebeneinander packt, müssen die Daten gleich sein. Von daher gerne nochmal die Sachen nochmal zuschicken. Wie gesagt, ich weiß ja nicht, wann du das gemacht hast, aber gerne nochmal die Expertenlog-Daten schicken und ein Screenshot irgendwie, wo man erkennen kann, ne, alte Version, neue Version und auch welches Symbol das betrifft. Dann können wir uns das nochmal detaillierter anschauen. Genau. So, dann sind wieder alle Fragen beantwortet. Okay, welche E-Mail schreibt er? Schreib es am besten oder schick es am besten an den FX Flat Support. Timo, ich glaube, nach dem Feedback jetzt hier im Chat ist das auch so okay für alle. Ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich definitiv einmal bei dir, natürlich für deine Zeit und hier für deine Antworten und vielen Dank an alle, die dabei waren und hier Fragen gestellt haben. Ich wünsche noch einen erfolgreichen Abend, wenn Sie noch handeln. Ansonsten aber auch einen schönen Abend und natürlich eine erfolgreiche Woche. Und ja, morgen geht es auch weiter mit Dirk, Live Trading 8:45 Uhr. Gerne dabei sein. Und das Schlusswort hat Timo. Vielen Dank. Ja, ich mach's kurz. Ich schließe mich dem Nelson an. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, noch gute Trades, wenn ihr noch tradet und schaltet morgen früh beim Dirk ein. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.